Hallo, liebe Zuschauer, ich begrüße euch zu Tutankham oder Tutankham, Tutankham. Ich sage einfach mal Tutankham, weil es ist ein, ja, ihr werdet es gleich sehen, Exploration Game. Erinnert mich so ein bisschen an Indiana Jones. Es gibt auch Schlangen und Drachen. Okay, gab es vielleicht in Indiana Jones nicht, aber da gab es ja auch Außerirdische. Warum soll es dann hier nicht Drachen geben? Ich selekte mal eins. Das scheint mir nämlich doch recht schwer zu sein, das Spiel. So, mir ist auch nicht so ganz klar, was wir erreichen müssen. Nein! Schieß doch! Wir können. Ja, ich gehe mal davon aus, dass wir hier Schätze einsammeln müssen. Zum Beispiel diesen Schlüssel. Wir können schießen, wir können allerdings nicht nach oben schießen. Was ich ein bisschen merkwürdig finde. Naja, lassen wir es halt dabei. Den Ring hier nehme ich auch mal mit. Muss man sich halt. Oh, das war wieder sehr unfair. In irgendeine Ecke reinstellen und warten, bis sie an einem vorbeigelaufen sind. Das Problem ist auch. Darf ich jetzt hier durch? Ja. Okay. Problem ist auch, der bleibt nicht stehen, der Lümmel. Geht das auf Zeit? Ja, geht's auf Zeit. Das können die einfach stehen und Punkte farmen. Der bleibt nicht stehen. Der läuft also in eine Richtung durch, bis man ihn in eine andere Richtung zwingt. Oh. Und das mit dem Schießen ist von den Tasten her auch ein bisschen suboptimal geregelt. Obwohl ich das jetzt einfach mal wieder auf den Emulator und das Gamepad schiebe. Ja, komm hier. Das läuft ja ganz gut. Oh Gott, jetzt muss ich da unten rum. Ihr habt schon gemerkt, das hier ist der Teleporter. Ja, es war mir klar, dass dann dieses Monsterloch. Hey! Dann bleibt er doch stehen. Aktiviert wird. Ja. Interessantes Spiel, muss ich sagen. Ist mir so von einem anderen System her. Mein Gott. Ist mir so von einem anderen System her nicht bekannt. Oho, ausgetrickst. Nein! Mist! Hier unendlich leben, oder? Boah, wie. Hallo? Hier stirbt man 1000 Tode. Ich glaube, das war mein letztes Leben, oder? Lalalala. Scheiß auf den Ring. Wir haben mir den Heiligen Gral gefunden. Das ist viel wichtiger. Ich brauche den Schlüssel. Also mit den Gegnern finde ich jetzt ein bisschen overpowered. Vor allem, weil die hier direkt wieder respawnen. Das ist ganz schön hart, das Spiel. Muss ich euch mal sagen. Wir probieren das nochmal. Ansonsten, ja. Schön actionreich. Und ach Mist, jetzt habe ich den Schlüssel vergessen. Den brauche ich auf jeden Fall. Oh, wollte schon gerade sagen. Ihr könnt ja wohl nicht da rein. Können sie nicht. Ja, ist klar, dass ihr jetzt da bleibt. Folgt er mir hier rüber? Naja, okay. So schlau ist die KI dann doch. Oder dumm, je nachdem. Zumindest ein bisschen austricksen. Den Schlüssel. Dann zack Richtung Ausgang. So viel Zeit muss noch sein. Lassen wir uns noch einen kleinen antiken Ring mitnehmen. Ja, da kann man nicht meckern. Wenn man so einen dicken Schatz findet. Mitten im Dschungel. Ja. Ich könnte jetzt wieder auf die Steuerung schieben, aber das nimmt mir eh keiner ab. Nein, es wäre ganz cool, wenn er stehen bleiben würde, der Lümmel. Und ich einfach den kompletten Weg durchlatschen würde. Jetzt muss ich wieder hier unten hin. So lustig, wie er sich den Schlüssel an den Hut steckt. Ja, so komme ich dann nie wieder raus. Danke. Jetzt ist er wieder stehen geblieben. Manchmal wünsche ich mir, dass er stehen bleibt und nichts tut. Und manchmal macht das auch, aber nur dann, wenn ich es nicht will. Ist ja typisch. Könnte man, die Spielfigur ist eine Frau. Macht immer nur das, was sie will. Ja, ich weiß, ganz übler Frauenwitz. Und langweilig und hast nicht gesehen. Mir doch egal.
stört bei Mario Bart auch niemanden. Wenn man nach unten schießen könnte, das wäre cool, aber das geht leider nicht. Jetzt hole ich mir aber diesmal noch den Ring hier hinten. Hä? Warum bin ich denn jetzt gerade... Ach so, genau über den Spawner bin ich gelaufen. Genau deswegen bin ich ein Fan davon, dass man alles grafisch darstellt. Sogar diese, ja, diese Spawnerei hier, die Spawnpunkte. Ja, ja, einfach stehen bleiben. Da gibt es viele wunderbare Punkte. Aber ansonsten nix. Kommt auch wieder nie raus. Nie mehr. Nö, ist doch klar. Man muss sich halt noch ein Leben opfern. Wenigstens geben die Monster für ein paar Sekunden Ruhe, sobald man ein Leben verloren hat. Praktisch die Schonzeit. Ja, klar. Das Problem ist, dass man nicht nach oben schießen kann. Weil man erst was machen kann, wenn die auf einer Ebene sind. Aber korrigiert mich, wenn man doch nach oben schießen kann. Aber ich habe jetzt schon alle Tastenkombinationen ausprobiert. Es funktioniert nicht. Ich kriege das nicht hin. Was mir ganz gut gefällt, sind, dass die Level immer größer werden. Ja. Bleibe ich jetzt einfach 2450 Sekunden hier stehen. Ist mir doch egal. Ja, keine Chance rauszukommen. Ja, noch ein Spawner. Ja, da hat er mich am Fuß erwischt. Game over. Ich glaube, es ist auch ganz gut, dass jetzt in dem Moment Game over ist. Ist jetzt kein schlechtes Spiel, aber irgendwie... Hallo, ich will nach oben schießen. Dann kann ich mich auch viel besser wehren. Vielleicht ist es dann auch so einfach. Keine Ahnung, aber... ich weiß nicht. Ohne nach oben schießen und nach unten schießen. Gefällt mir das jetzt nicht so. Tutankham auf den ColecoVision. Bedanke mich fürs Zusehen. Und beim nächsten Mal sehen wir uns dann wieder. Bis dann. Bye, bye.